ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem kleinen Film heute. Und zwar, heute wollte ich diese Cape Pops machen. Das sind so runde Kugeln als Kuchen. Wenn ihr da auch mal solche Reste habt, das war jetzt mal ein Kuchen, den ich gebacken hatte, den Teig. Und da hatte ich so viel, dass ich das dann eingefroren habe. Und heute habe ich gedacht, machst du mal diese Cape Cups Kuchen. Ja, ich habe jetzt hier alles klein geschnitten und das sind um die 400 Gramm. Das in 2 Sekunden auf Stufe 5 klein. Das ist richtig gut klein geworden jetzt. Und jetzt kommen 200 Gramm Mascarpone rein. Zwei Zutaten und das geht rucki zucki hier. Und zwar 10 Sekunden auf Stufe 4. So sieht's aus. Und ja, ich tue da mal noch mal ein bisschen Mascarpone mehr rein. Also, weil ich, wie gesagt, ich hatte jetzt mehr Teig gehabt. Und ich denke mal so 250 Gramm Mascarpone gebe ich jetzt rein. Und lass das noch mal 10 Sekunden auf Stufe 4. Geben wir das hier in eine Glasifolie und wickeln das gut um. Und so kommt das jetzt ins Gefrierfach rein für circa 20 Minuten. Ich habe hier schon angefangen, die Kugeln zu formen und mit solchen Holzspieße einmal so aufspießen und auf Brettchen legen und so kommt das dann nochmal ins Gefrierfach, weil wir das dann hinterher noch mit Schokolade überziehen. Ich habe hier jetzt 300 Gramm Blockschokolade in kleine Stücken geschnitten und die gebe ich jetzt mal in den Thermomix rein. So, und die werden jetzt zerkleinert, 10 Sekunden auf Stufe 8. Haltet euch die Ohren zu. So sieht's aus. Und wir stellen das jetzt einmal 4 Minuten 50 Grad auf Stufe 2. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon welche vorbereitet und mache das jetzt mal weiter. Einfach reintunken, rausholen, bisschen abtropfen lassen. So. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, ja noch in den Streusel reingehen, aber müsst ihr nicht unbedingt. Ihr könnt natürlich das auch so lassen und hinterher einfach etwas Puderzucker drauf machen. Das könnt ihr. Das war's von mir. Und ich werde die hinterher, die mit Schokolade sind, vom Stiel entfernen und gebe das in eine Schüssel und gebe etwas Puderzucker drauf. Und die anderen lasse ich dann so in dem Glas. Ich hoffe, mein kleines Filmchen hat euch gefallen. Und zum Schluss zeige ich euch, dass ich wieder Brot gebacken habe mit LM. Und ich zeige euch das einmal. Und wenn ihr wisst, wie ich das gemacht habe, lasse ich einen Link hier oben links. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden und hoffe, dass mein Video euch gefallen hat. Auf Kindergeburtstagen ist das wirklich eine super Sache. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.